Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen DM-Haul für euch. Und ich würde sagen, wir starten gerade. Ich habe nämlich zwei Säcke voll. Und wir fangen gerade einmal an. Und zwar mit Zahnpasta. Das ist nämlich gerade zu oberst von Oral-B. Dann von Balea solche Haarkuren. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Davon habe ich drei verschiedene. Dann geht es weiter mit Batiste Overnight Fresh, wirkt über Nacht. Wollte ich einmal probieren. Ich möchte nämlich nicht unbedingt, also ich wasche nicht jeden Tag meine Haare, sondern schon, dass ich so jeden dritten Tag, also jeden zweiten, dritten Tag, es kommt immer darauf an, was ich gemacht habe an dem Tag. Wenn ich Sport mache, mache ich generell, also je nachdem was für Sport, nein nicht was für Sport, aber generell wasche ich mir da meistens die Haare. Es sei denn, ich mache es hintereinander. Wenn ich dann zwei, drei Tage quasi am Stück Sport mache, wasche ich sie mir nicht jeden Tag, sondern ich schaue, dass ich jeden zweiten, dritten Tag Sport mache und dann mir eben die Haare. Ihr wisst, was ich meine. Dann Aftershave einmal. Dann Family Duschgel Frische Energie. Von Wahre Schätze. Sagt schon. Tiefenpflegende Maske. Dann von Frosch, wusste ich nicht, dass es das gibt. Zitrone, so ein Dusch. Dann von Kneipp. Wach geküsst. Dann haben wir Balea diese zwei. Einmal glaube ich mit Kirschblüte und das andere ist mit Bio-Hanfsamenöl und Papaya-Extrakt. Dann geht's weiter. Haben wir das ist beides das gleiche, nur dass es einmal feste Duschseife ist und das einmal so. Ich würde diese feste Duschseife eben auch gerne einmal testen. Dann habe ich zweimal Bodylotion von Balea. Ich muss anfangen, mich mehr einzucremen und alles. Und ja, habe gedacht, ich hole mir gerade wieder zwei neue. Hab ja nicht noch genügend, aber egal. Dann von Kneipp Lebensfreude, Zitrone. Dann von Trackle Moon Duschgel Erdbeer Rhabarber. Keine Ahnung, ob das gut ist. Von Teti Sept eben Zitrone. Alles, wo irgendwie was mit Zitrone draufsteht, habe ich genommen, wenn ich es gesehen habe. Dann einmal Duschpeeling Sweet Paradise und davon habe ich zweimal das Tropic Fantasy. Genau. Dann habe ich einmal von Clebo Blue so eine Orlationstest. Einfach zum Schauen, genau, ob ich einen bekomme oder nicht. Wie es da aussieht. Dann geht's weiter, habe ich, wo ist es? Egal, von Rexona, da habe ich zwei genommen, dann von Balea festes Shampoo, wir haben von Garnier Wahre Schätze schon ein festes Shampoo und davon sind wir eigentlich beide begeistert, das ist echt super. Dann, das habe ich schon einmal gezeigt, eben haben wir zweimal geholt. Dann von Balea Abschminktücher, habe ich auch zweimal. Dann pure Frische mit grünen Apfelduft. Da habe ich vorhin dran gerochen, es riecht wirklich total nach grüner Apfel. Dann Shampoo Volumen. Dann haben wir Intensivpflege und Seitenglanz Shampoo.
Dann einmal noch Fahrtglanz-Shampoo und Fußcreme. Dann habe ich hier noch einmal Anti-Schuppen-Shampoo. Da ist mein zweites Deo. Von dem hier haben wir insgesamt 4 geholt. 2 sind schon bei den Schwiegereltern. Genau. Und jetzt kommen nur noch Masken. Einen Moment. Ich habe 2-mal von Balea diese Fußmasken genommen. Dann davon habe ich auch 2 von diesen für unter die Augen. Dann Tuchmaske Be Sweet. Dann so eine Milch-Kokos-Maske, keine Ahnung. Von Balea noch eine Tuchmaske. Sieht extrem schön aus. Und da ist das zweite. Und einmal in Rot geholt und 2-mal Juicy Melon Tuchmaske von Balea. Genau, das war's eigentlich. Und das war jetzt eigentlich alles, was ich habe. Ja. Es sind ein paar Sachen geworden, genau. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr das gleiche kaufen würdet oder ob ihr andere Vorlieben habt von Balea oder ob ihr lieber in Rossmann geht oder auch zu DM. Ich liebe DM, aber gehe nicht unbedingt so gerne ins Rossmann. Dabei sind sie ja eigentlich relativ gleich. Aber ich finde die Marke Isana etwas schlechter als Balea. Bei uns gibt es sogar auch Isana. Die arbeiten wohl mit dem Denner hier zusammen. Und aber haben nicht so viel Auswahl, was das angeht. Ja, aber da hole ich meistens eben nichts von Isana. Da bin ich nicht so überzeugt. Es wäre mega cool, wenn Balea in die Schweiz kommen würde. Also wenn DM sich ausweiten würde. Ich glaube, wir würden pleite gehen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich werde mich verabschieden und danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, bis dann!